Hallihallo, liebe Freunde. Ja, heute mache ich ein Video ein bisschen auf Deutsch. Na, nós já estamos. Olha, eu agora falando português. Wir sind schon in Kroatien. Wir sind heute angekommen. Hier in Camping, in den Campingplatz. Wir sind gestern, seit gestern Abend schon hier in Kroatien. Ja, heute habe ich schon unser Wohnmobil fertig, so hier zu wohnen, ne? Klar, die Deko, alles ein bisschen raus. Entschuldigung, die Haare habe ich gerade geduscht. Ja, und da habe ich ein bisschen hier organisiert. Mein Schatz ist gerade am Duschen. Ja, und bevor der kommt, ich will dann ein kleines Video und dann euch ein bisschen präsentiert, wie hier so aussehen, wo wir jetzt wohnen für circa 40 Tage. Weiter. Also, dieses Video wird schon lang sein, ein Mix von Portugiesisch und Deutsch, ne? Ja, hier ist vorne, na, natürlich sind meine Lichterkette hier. Die Frau sind kitschig und mag ein bisschen so, immer ein bisschen Lichterkette. Wer von euch Frau seid, weiß dann Bescheid, dass wir sowas mag, ne? Ja, mein Mann hat schon einen extra hier so eine LED-Lichter, ich weiß nicht, wie die ganz genau heißt, aber die leuchtet hier ein bisschen und es gibt es auch hier meine. Ich habe hier Fenster auf, kann man draußen ein bisschen gucken. Ja, hier ist unser Tisch. Einfach, kurz, ohne so viel Deko. Na, wir haben hier unsere Uhr. Na, einfach ein bisschen Deko und eine Kunstblumen. Und hier in der Küche. Ich war gerade am Wasser trinken, meine Flasche steht hier. Hier habe mein, ich tun hier Licht anmachen, weil das war ein bisschen zu dunkel. Mein Induktionskochfeld. Ich tue immer so mit einer Hand abdecken. Ich muss dann eine Lösung finden. Ich möchte eigentlich so alles gleiche. Na, aber ich habe noch nicht so was ähnlich für hier, weil hier viereckig ist. Aber irgendwann finde ich auch eine Lösung. Ne? Hier habe ich unsere Wasserkoch. Hier was für die Sache für Frühstück oder Essen draußen zu transportieren ist einfach. Na? Ich habe hier auch diese Küchensache, ich weiß nicht, wie die ganz genau heißt, tut mir leid. Ich hänge die hier, weil ich denke, das ist auch so schön. Hier haben wir unseren Backofen und unsere Handtuch, ganz genau wie die von hier oben. Wir haben hier einen schönen Teppich, da habe ich gerade reingetan, weil ich bin zurück mit den nassen Füßen. Ja, unser Waschbecken, ja, ganz genau wie hier auf dem Tisch. Ja, diese Supla, ich weiß nicht, wie die ganz genau heißt. Und auch eine Kunstblume. Alles genau gleiche Leute mit dem weißen Untertopf. Ja, hier habe ich diese Beleuchtung. Mein Mann hat und dann die Schrift da, Detlef Love Nubia. Ich wollte da schreiben, na, YouTube Nubierstau. Aber das hat das nicht gereicht und er hat da geschrieben und ich wollte auch nicht wegmachen. Na. Hier steht unser Kühlschrank. Heute war ich ein bisschen einkaufen, habe ich schon ein bisschen nachgefüllt mit Bier, sozusagen. Mein Mann hat heute schon, ich denke, 3 Bier getrunken. Ja, nicht so spektakulär, ne? Wasser, Salatgurke, Möhrchen, ja, Käse, Wurst, da habe ich schon zu Hause mitgebracht. Hier ist unser Schlafzimmer. Ah ja, hier die Dusche. Steht hier meine Hand, weil ich aus der Dusche gekommen habe, ich euch Bescheid gesagt. Steht das hier zum Trocknen. Hier steht unsere Leiter für das Bett. Ich tue immer hier, weil dann kommt man immer mit dem Fuß da und das tut mir weh. Ja, ich habe auch, ich habe schon gesagt, ne, ich mag Lichterkette. Ich habe ganz genau wieder vorne auch hier ein Hinter. Genau das gleiche, nur die Kugel ist ein bisschen größer. Na,
hier ist ein bisschen Fenster auf, dass wir ein bisschen draußen gucken können. Wir können hier ins Wasser, auf die Adriatische Meer, auf die Adria. Ich tue hier ein bisschen auf. Ah, upsala. Schau. Ich denke, der Platz hier ist nicht schlecht. Ja, hier ist die Kleidung von meinem Schatzi oder für meinen Schatzi. Habe ich schon hier alles gelegen. Ich habe meinen Schatzi sehr verwöhnt. Dann haben wir hier unsere Kuscheldecke. Ich falte so in ein System, dass die so wie eine Tasche aussehen. Na, und dann man packt die und dann geht das nicht auf und macht so Chaos. Dahinter haben wir noch eine Kiste und eine, so eine Tagesdecke, dass wir benutzen als Decke, wenn ein bisschen kalt ist. Hier habe ich auch noch meine, weil ich schlafe hier in dieser Seite, weil das Bett ein bisschen kürzer ist. Und mein Schatz, ich schlafe dann in der Seite, weil ein bisschen es viel größer ist hier, ne? Ja, unsere Dusche. Und wenn wir hier im Campingplatz sind, ich dusche mich und mein Schatz auch oft hier in der Sanitätsbereiche. Hier in diesem Campingplatz ist alles sehr sauber. Und dann, weil wir auch lang duschen mag, und dann ist auch besser. Ne? Ich habe auch weniger Arbeit, muss ich auch nicht putzen und trocknen. Ja, hier ist unsere Dusche, nicht unsere Klo. Ne? Ich mache hier nicht da. Ja, ich lasse immer so eine Mikrofaserhandtuch hier, weil wenn hier wir die Waschbecken benutzt, ich sehe jetzt, meine Mutter hat schon die Hand gewaschen und das nicht getrocknet. Ist auch nicht schlimm. Hier steht eine kleine Handtuch für Hände trocknen. Hier steht meine Stofftasche von der Sunlight, habe ich geschenkt bekommen. Ja, so sieht so aus. Da habe ich einen kleinen Mülleimer. Ja, wie nochmals Klo, nur in kleiner. Na, ja. So, und dann wieder Licht aus. Wir wieder raus. Oh, mein Schatz ist gerade wieder angekommen. Sag mal Hallo. 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 Wer ist denn da? Ich mache ein Video auf Deutsch. Oh. Ja, war schöne Duschen. Oh, ich bin total begeistert. Ja, okay. Ja, Leute. Ja, ich beende jetzt das Video und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und vergiss nicht den Like und abonniert uns, wenn diese Video euch gefallen haben. Tschüss! Also, Leute, ich bin normal. Ich muss mich nur entschuldigen für mein Deutsch. Ne? Ich bin nicht in Deutschland geboren, ich bin in Brasilien geboren. Ich lebe so in Deutschland seit circa 14 Jahren und mein Deutsch ist nicht perfekt. Ich habe später gemerkt, dass ich ein paar Worte falsch gesprochen habe. Aber ist das Leben so? Das war so Aber so schlimm. ist das Leben, wollte sie sagen. Ist so schlimm. Nein, dafür liebe ich sie ja. Ich bin ja auch nicht perfekt. Okay, und dann like mich trotzdem, dass mein Deutsch nicht perfekt ist. Ich gebe mir so viel Mühe. Tschüss.